Ja, hier befinden wir uns bei der nächsten Geräteklasse, Scansnap 1300. Der ist schon duplexfähig. Hier dieselbe Philosophie wie beim 1100. Sie legen Ihr Dokument ein, pressen die Scan-Taste und entsprechend wird wieder ein PDF bzw. JPEG-Datei erzeugt. Sie brauchen sich keine Gedanken machen, wie gesagt, bezüglich der Ausrichtung. Es läuft hier alles automatisch ab. Entsprechend haben Sie hier auch wieder die Möglichkeiten dann zur Weiterverarbeitung, die Dokumente entsprechend PDF-Organizer zu schicken, direkt auch nach Microsoft Word, Excel oder PowerPoint zu exportieren oder auf einen Netzwerkdrucker. Im nächsten Schritt zeige ich Ihnen auch mal ein paar Dokumente mehr. Die Maschine, wie gesagt, ist duplexfähig, das heißt, Vorder- und Rückseite wird hier gleichzeitig eingescannt. Wir stellen es jetzt hier mal rein in den PDF-Organizer. Wenn wir uns hier drin befinden, können wir auch den Scanvorgang natürlich wieder anstoßen. Das Gute daran ist, wir sehen immer und wissen, was wir tun. Jetzt können wir hier Vorder- und Rückseite gleichzeitig ein. Wir haben hier Dokumente, die etwas dünner sind oder Dokumente etwas stärker, so Kartonformat oder auch zum Beispiel die Rechnung vom letzten Abendessen. Ja, dann geht's weiter und schon haben wir hier unsere Dokumente innerhalb diesen PDF-Organizers und können jederzeit Zugriff haben und uns natürlich auch, wenn wir hier sehen, von der guten Qualität überzeugen. Der Preis? Der Preis für die Maschine hier beim Scansnap 1300 liegt bei 250 Euro netto. Verfügbar? Verfügbar ist er sofort.